Genau das. Jetzt habe ich die Aufnahme gestartet. Und ja, ich möchte beginnen. Die Vorstellung von Herrn Gepp war ja schon da, brauche ich mich nicht mehr vorstellen. Vielen Dank dafür. Als erstes sieht man hier einmal kurz direkt bei der Inhaltsangabe schon, worum es eigentlich geht. Es geht darum, dass wir in den letzten Dekaden oder wenn man so will, im letzten Jahrhundert eine Zunahme haben an Produkten, an Verstoffwechselungen von Rohstoffen, die wir verbrauchen, an Zunahme von Energie, die wir dafür aufwenden, um uns dann mit jeder Menge an Konsumgütern zu versorgen. Um die Warming Stripes kennen vielleicht viele von Ihnen. Das ist nichts anderes als wie auf Deutsch die Klimastreifen, die zeigen, dass es im Laufe der Zeit immer heißer wurde, auch bei uns in Österreich. Das ist der Temperaturanstieg, den man da erkennen kann, seit 1901 nur in Österreich. Und man sieht die roten Bereiche, das sind die Bereiche, die Temperatur, Erwärmung darstellen, werden immer dunkelröter, das heißt, es wird immer heißer. In Österreich, so sagt man, liegt man schon bei rund 2% über dem Klimaabkommen von Paris, was eben auch damit zu tun hat, dass wir keine Meere als Pufferzonen zur Verfügung haben und dadurch ist der Anstieg bei uns in Österreich sogar noch höher. Unten die kleine Grafik hier auf die Keeling-Kurve komme ich später noch zu sprechen. Auch die zeigt an, dass wir immer mehr an Produkte produzieren und immer mehr verkonsumieren. Ja, die Geschichte der Menschheit ist circa 300.000 Jahre alt. Also man hat vor einigen Jahren in Marokko noch bei Ausgrabungen Homo sapiens gefunden. Und jetzt deutet alles darauf hin, dass es den modernen Menschen seit circa 300.000 Jahren gibt. Und über die meiste Zeit hinweg war es so, dass sich der Lebensstandard der Menschen so gut wie überhaupt nicht verändert hat. Und wenn man so bis zum Neolithikum vor circa 10.000, 12.000 Jahren zurückblickt, war das so, dass Menschen nomadisch gewandert sind, in kleinen Gruppen unterwegs waren, sich erst langsam und dann immer schneller ausgebreitet haben auf dem Planeten. Aber insgesamt war es so, dass er nur das an Nahrung und an Grundnahrungsmitteln, Wasser und so weiter aufgenommen hat, was er vorfinden konnte. Und das war gewissermaßen nachhaltig, weil nur das verwendet wurde, was auch zur Verfügung stand. Dann im Neolithikum begann der Mensch halt dann erstmalig anzubauen und auch erstmalig Tiere zu halten. Man musste nicht mehr so viel mobil sein und man konnte dann auf kleinerer Fläche mehr produzieren. Ja, somit war eigentlich der erste Grundstein gelegt, auch durch die Feuernutzung und so weiter, dass die Menschen begonnen haben, dann Produkte herzustellen im primitivsten Sinne. Das heißt, Feuer gemacht, es wurden Lebensmittel produziert, die dann innerhalb der Gruppe verzehrt wurden, später dann auch getauscht wurden und vor allem auch aufbewahrt wurden. Und das ist auch wieder etwas, was komplett neu war zu der damaligen Zeit. Aber bis vor circa 300 Jahren gab es großartig keine Veränderung seit dem Mittelalter, wenn man so will. Auch da war es noch so, dass vorwiegend die Menschen in Subsistenzwirtschaft lebten und somit ihre Produkte selbst produzierten, ihre Lebensmittel selbst produzierten und nicht wirklich Wachstum möglich war. Wachstum war insofern erst möglich, als dann Technik eingesetzt wurde. Am Beginn gab es schon Esel, Ochsen, Pferde und so weiter, die man einsetzte, aber erst so mit Ende des 18. Jahrhunderts begann mit der Weiterentwicklung der Dampfmaschine schlussendlich
die Möglichkeit, Technik einzusetzen. Und erst mit dem Einsetzen der Technik war es dann auch möglich, mehr an Produkten zu produzieren, die dann die Leute auch konsumieren konnten, wo dann mehr Menschen partizipiert haben und wo erstmals sowas wie Wachstum im wirtschaftlichen Sinne überhaupt möglich war. An dieser Folie sieht man jetzt, die ist zwar jetzt schon etwas älter, aber nichtsdestotrotz ist sie noch total aktuell. Eine Folie, die aus einem Bericht vom Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung der deutschen Bundesregierung stammt. Da kann man mal erkennen, welche Einflüsse, dass wir insgesamt auf alle Sphären dieses Planeten haben. Wir bauen Rohstoffe ab und wir hinterlassen Müll beispielsweise. Alles, was wir machen, wirkt sich irgendwie auf den Planeten aus. Egal, ob das die Hydrosphäre ist, also das Wasser betrifft, oder auch unsere Klimaveränderung, die sich in der Troposphäre abspielt. Das heißt, das ist die Sphäre, wo das Wetter stattfindet. Kryosphäre wissen wir auch. Gletscher verschwinden, Eisabnahme an polaren Regionen und so weiter. Und mit all dem haben wir massive Schäden mittlerweile und haben nach wie vor keine Veränderung im Sinne dessen geplant, dass wir das Wirtschaftssystem anders aufstellen, und zwar so, dass es wirklich nachhaltig funktionieren könnte. Also klar ist aber auch, dass wenn wir die Resilienz unseres Planeten, also die Widerstandskraft und auch die Homöostase, die Selbstregulation des biologischen Systems in dynamischem physiologischen Gleichgewicht verlieren würden, ja, dann wären wir natürlich als Homo sapiens von diesem Planeten auch weg. Das ist ganz klar. Also wir verändern und da gibt es so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das anschauen kann. Im Internet beispielsweise hier sieht man das, was Thema Lichtverschmutzung betrifft, das ist Europa und die hellen Punkte von gelb bis dunkelrot, das sind die Bereiche, wo die Lichtverschmutzung sehr stark ist. Also wir haben am Naturschutzbund auch letzten Sommer das Thema gewissermaßen auch zum Schwerpunkt gemacht mit Öffentlichkeitsarbeit und haben mit Simone Jungwirth als Bundessprecherin der BaK danach auch Aussendungen gemacht und wir werden das Thema auch sicherlich weiter verfolgen im kommenden Sommer, denn jeder kann auch dazu beitragen, gewissermaßen auf Beleuchtungen zu verzichten, die nicht wirklich notwendig sind. Wir haben hier Österreich-Karte, die hochinteressant ist, weil die gesamten roten Flächen, die hier eingezeichnet sind, das sind alles landwirtschaftlich genutzte Flächen in Österreich. Natürlich sind auch Bioflächen dabei. Der Bioanteil liegt in Österreich jetzt bei rund 20% circa. Das ist europaweit sehr gut und entspricht bald dem, was die Europäische Union für den Green New Deal eigentlich geplant hat. Aber nichtsdestotrotz sieht man an der Karte, dass kaum etwas übrig ist, was nicht verändert ist an Landschaft, außer es ist Gebirge oder was die grünen Flächen hier betrifft, das sind Wälder, die ja eigentlich auch Forste sind und somit Nutzflächen. Und ich habe vorher bei der Einleitung schon angesprochen, alles, was verstoffwechselt wird, wird irgendwann auch entsorgt. Und man muss auch ganz klar sagen, dass Müll so etwas ist wie eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Bis dahin gab es sowas wie Müll nicht, weil es war völlig utopisch, dass man Verpackungsmaterialien beispielsweise herstellt, die damals noch ohne Technik, ohne Kunststoffe, die ja auch auf Erdöl basieren, hergestellt wurden.
aufwendig in Handarbeit und das für einen einmaligen Gebrauch und dann wieder irgendwo auf den Müll zu schmeißen. Das gab es einfach nicht. Es war unvorstellbar in der damaligen Zeit, dass man Produkte produziert hätte, die einfach dann wieder weggeschmissen werden auf kürzester Zeit, weil einfach viel mehr an manueller Arbeit drin gesteckt hat und viel mehr Aufwand betrieben werden musste. Also auch der technische Fortschritt hat dazu geführt, dass wir immer mehr an Vermüllung, an Verschmutzung, aber auch Abholzung und Gewässer, Wasserverbrauch oder Gewässerverschmutzung. Man denke an das viele Plastik, das im Meer schwimmt, die großen Garbage, wie sagt man, die ganzen Müllstrudel, die dort schwimmen und Mikroplastik, das bis zur Tiefsee mittlerweile und bis in polare Regionen nachgewiesen wurde. Ja, und auch natürlich der Verbrauch von Rohstoffen und von natürlichen Ressourcen in allen Sphären, wie bereits gesagt. Die Keeling-Kurve habe ich hier jetzt noch einmal in größer. Auch hier kann man jetzt ganz gut sehen, dass in den letzten, erst in der letzten Zeit, wie gesagt, so rund 1750, Erfindung oder Verbesserung der Dampfmaschine durch James Watt, erstmalig sich das so entwickelt hat, dass die Technik zum Einsatz kam und erst mit der Entstehung von neuen Technologien war es eben möglich, mehr an Produkten zu produzieren. Das heißt, man ist produktiver geworden, man hat weniger Kraft, die durch Menschen zur Verfügung gestellt wurden oder durch Tiere gebraucht. Und man konnte dann im Zuge dessen mit Kohle, später dann auch natürlich mit erdölbasierten Brennstoffen sukzessive Geräte antreiben, Maschinen antreiben, die dann alles, was der Mensch halt so an Produkten herstellen möchte und auch für die Mobilität und so weiter hergenommen wurde. Und die Keeling-Kurve zeigt jetzt den CO2-Ausstoß, der in Parts per Million angegeben wird, also nicht der Ausstoß, sondern jetzt geht es da um den Anteil in der Atmosphäre. Und natürlich ist CO2, Kohlendioxid, Spurengas und kommt nur in sehr geringer Dosis vor. Und 422 Parts per Million klingt natürlich noch sehr wenig. Aber wenn man sich anschaut, dass es über den letzten tausenden Jahren stabil bei 280 Parts per Million gelegen ist und erst das uns eigentlich den Boden gelegt hat für Zivilisation, dann bemerkt man, dass die Art und Weise, wie die Anreicherung der Atmosphäre mit anthropogen verursachten CO2 massive Auswirkungen hat auf unser Klimasystem, was sie wiederum dann in der Fluktuation sozusagen, Fluktuation des Klimas, nämlich dem Wetter, bemerkbar macht. Und da braucht es dann auch keine großartigen Statistiken mehr, sondern das sieht man heute. Wir haben Überschwemmungen, Großbrände, Dürren, Eisverlust und so weiter. Man könnte mittlerweile endlos aufzählen. Es ist für jeden sichtbar. Ja, und die CO2-Zunahme in der Atmosphäre korreliert halt sehr stark mit dem, was wir jetzt vom Stockholm Resilience Center an Grafiken dargestellt wird. Da geht es genau um die große Beschleunigung. Und die große Beschleunigung ist eben etwas, also das vom Stockholm Resilience Center deswegen ausgearbeitet wurde, um anzuzeigen, wie sehr der Output auf der einen Seite an Gütern, aber andererseits auch an Verbrauch und Einwirkungen natürlich ins Erdsystem anzeigt. Und auch hier haben wir wieder
die Grafiken so aufgebaut, dass sie mit Zeitskalen verbunden sind. Man kennt das hier nicht so sehr, aber ich habe das einmal kurz so zusammengefasst und dann erkennt man wieder, dass es ja eigentlich erst so richtig losgegangen ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Also da war der Wiederaufbau, der massive Einsatz der Technik und dort war sowas wie die materielle Steigerungslogik innerhalb des Wirtschaftssystems so weit etabliert, dass wir eben die große Beschleunigung, die Great Acceleration, tatsächlich gestartet haben. Und es ist bis jetzt tatsächlich nicht so, dass sich irgendetwas daran geändert hätte oder dass die Kurve flacher werden würde. Ganz im Gegenteil, die Zuschüttung der Welt mit Konsumgütern und damit auch der Umgang mit unserem Planeten geht in einer genau gleichen Art und Weise weiter, wie wir das jetzt seit den letzten 50 Jahren sozusagen gewohnt sind und das Ganze immer noch exponentiell beschleunigend. Also wenn man sich anschaut, als Beispiel, wir reden über Steigerungen in allen Bereichen, ne, der Wirtschaftswachstum, sondern auch Effizienzsteigerungen und so weiter. Deswegen sieht man das Ergebnis hier bei den Planetary Boundaries. Das sind sozusagen die planetaren Grenzen, die gehören sehr eng eben zu den zur großen Beschleunigung mit dazu. Und sie zeigen auf von den mittlerweile neun planetaren Grenzen im 2023er Jahr. Ich weiß nicht, ob man das wirklich sehen kann, weil da gerade das Bild drüber überlagert ist, aber es handelt sich bei der rechten Grafik ums 2023er Jahr. Da sieht man halt schon, dass sechs dieser planetaren Grenzen mittlerweile überschritten wurden. Und ja, die Tendenzen kann man natürlich auch ablesen. Von 2009 bis 2023 sind es gerade mal 14 Jahre. Und innerhalb der 14 Jahre hat sich die Situation global verschlechtert. Und das halt bei allen möglichen Bereichen wie beispielsweise eben biochemische Kreisläufe oder Landnutzungsveränderungen, Klimawandel natürlich kennen wir alle, aber dass die Aerosolbelastung zum Beispiel ein großes Problem darstellt, ist nur wenigen bekannt, Landnutzung und so weiter. Also jeder, der sich dafür interessiert, kann ich nur nahelegen, einmal auf die Webseite von dem Stockholm Resilience Center ein bisschen zu recherchieren und man kann sich das dort alles anschauen und durchlesen. Es gibt da sehr viel Wissenswertes zu dem Thema Anthropozän, die Zeitalter des Menschen. So, der Naturschutz ist ja unser großes Thema hier beim Naturschutzbund, klarerweise. Und wir setzen uns natürlich ein dafür, dass der Lebensraum für alle Menschen und Tiere so weit erhalten bleiben kann, wie irgend möglich. Und wir strampeln uns wirklich ab und sind engagiert und machen in vielen unterschiedlichen Bereichen mit. Und der Professor Gebb hat es ja zu Beginn schon gesagt, das ist nicht so einfach, weil es eben so viele unterschiedliche Interessen gibt und so viele verschiedene Möglichkeiten, auch unseren Planeten und unseren Lebensraum zu stören und auch zu zerstören. So. Und hier sehen Sie jetzt etwas, was wir letzte Woche durchgeführt haben, nämlich eine Übergabe der Nahuchenresolution, die wir vor circa einem Dreivierteljahr initiiert haben mit sehr vielen anderen NGOs und Verbänden zum Erhalt des Huchens und großen Lachsfisch in der Mur. Und ja, es symbolisiert sozusagen, wie sehr jetzt beim Naturschutz in kleinen Bereichen gearbeitet wird, einzelne Tiergruppen oder einzelne Landschaftsbereiche, wo Grundstücke
wieder renaturiert werden und so weiter. Also die Maßnahmen, die getroffen werden können, die betreffen eher immer kleinräumige Teile, während die Zerstörung sich eigentlich global auswirkt und man da in dieser Größenordnung kaum dagegen ankommt. Mittlerweile ist es sogar so, dass Klimaschutz schon teilweise gegen Naturschutz ausgespielt wird. Das heißt, Windkraftwerke, Wasserkraftwerke, das betrifft ja gerade jetzt hier den Huchen oder Photovoltaik auf Freilandflächen, die aufgestellt werden, die teilweise eben Naturschutz unterbinden. Und es ist tatsächlich so, wenn man das nicht holistisch betrachtet und Klimaschutz, Biodiversitätsschutz unter einem Hut kriegt, dann wird es wahrscheinlich schwierig sein, die Kurve zu drehen. Und vom Einsparen wird ja offensichtlich kaum gesprochen. Ja, warum ist das so? Nicht? Wie schadet erstens der Konsum der Natur? Und zweitens, was können wir machen? Ne? Das sind so die großen Fragen. Ich sehe gerade, die Folie hat sich ein bisschen verschoben. Es sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus, aber ich erkläre es ein bisschen besser dementsprechend. Ja. Bis vor circa 40 Jahren war es so, dass ein Durchschnittshaushalt, also ungefähr um die ja, 5000 Dinge besessen hat, und ich sehe gerade, da ist irgendwie ein Null mehr jetzt drinnen. 10.000 Dinge ist es, was heute ein Durchschnittshaushalt besitzen sollte. Ja, ob die Zahlen stimmen oder nicht, aber es zeigt zumindest auf, dass man Unmenge an verschiedenen Produkten, Geräten und Zeugs zu Hause haben. Und all das verbraucht natürlich wahnsinnig viel an Ressourcen und Energie, weil es wird immer Stoff umgewandelt. Also man hat den Rohstoffabbau und die Herstellung, Transport und dann den ganzen Verkaufsapparat mit Marketingmaßnahmen, dann die Nutzung und Entsorgung und innerhalb des gesamten Lebenszykluses entstehen natürlich auch immer irgendwelche Schadstoffe durch Energieverbräuche. Und natürlich die Rohstoffe und die Vermüllung, die haben wir ohnehin schon angesprochen. Mittlerweile ist es ja auch so, dass Shopping schon angesehen wird, mehr oder weniger als Hobby, wo man sagt, okay, wir gehen am Samstagvormittag in die Shopping City und suchen dort nach neuen Bekleidungsstücken. Und es wird kaum darüber nachgedacht, dass beispielsweise die Bekleidungsindustrie die zweitschmutzigste Industrie ist nach der Erdölbranche und dass sogar 40% von dem, was produziert wird an Textilien, ungetragen vernichtet wird. Teilweise auch gekauft und nicht getragen. Und es wird auch dabei wahnsinnig viel an Giftstoffen eingebracht. Es ist Mikroplastik ein großes Thema bei den Fasern. Es sind teilweise Baumwollplantagen, wie der Aralsee zum Austrocknen geführt hat und die Färbemittel und von den Arbeitsbedingungen. Man denke an Rana Plaza in Bangladesch vor einigen Jahren, wo 1000 Näherinnen ums Leben gekommen sind. Also der Impact ist einfach enorm. Und es nicht nur bei den Bekleidungsstücken, sondern es ist grundsätzlich etwas, dass jedes Konsumgut mehr oder weniger seinen Rucksack trägt. Und ja, leider ist es halt so, dass das immer noch von unserer Politik auch so dargestellt wird, dass eben der Verkauf von Produkten und Dienstleistungen einfach ein wichtiger Baustein für unser Zusammenleben darstellt, weil es eben auch für Vollbeschäftigung sorgt, weil nur so die Menschen Geld verdienen können, das sie dann auch wieder ausgeben müssen irgendwo und dann auch ihr Leben bestreiten können und auch damit wieder über Steuern den Staatshaushalt finanzieren, der ja nur dadurch, durch die Einnahmen
im Endeffekt also Dinge bereitstellen kann, wie Rechtsstaatlichkeit, Lebenssicherheit, Bildung, soziale Vorsorge, Pensionsvorsorge etc. pp. Und ja, das Problem ist halt, dass es immer noch als Wachstumsziel definiert ist und dass es unbegrenztes Wachstum auf einem begrenzten Planeten nicht geben kann. Das ist, glaube ich, jedem Kind klar. Das ist einfach etwas, was unmöglich ist. Aber nichtsdestotrotz halten wir daran fest und wollen nichts daran ändern politisch, weil unser Wirtschaftssystem, so wie es jetzt ist, darauf abzielt, dass es wächst, weil andernfalls würde es nicht mehr stabil sein. Also es gab früher zwar Ansätze von Wirtschaftssystemen, die so Steady State Economy beispielsweise, stabile Wirtschaftssysteme, die kein Wachstum mehr brauchen, so. Aber das ließ sich bis dato nicht umsetzen. Ganz im Gegenteil, wenn heute kein Wachstum stattfindet, gelangt man automatisch in eine Rezession. Und ja, deswegen müssen auch natürlich die Unternehmen permanent mitwachsen. Auch sie müssen immer wieder Gewinne erzielen. Gewinne müssen reinvestiert werden. Investoren müssen gefunden werden. Das Geld muss verzinst werden in einem Schuldwährungssystem ohnehin. Und somit kommt man aus dem Wachstum innerhalb dieses Systems definitiv nicht raus. Zudem ist es noch so, dass die Unternehmen dafür sorgen müssen, innerhalb des Wettbewerbs ständig entweder billiger oder besser zu werden. Und auch dadurch, innerhalb des kompetitiven Umfelds, ist es so, dass immer noch Innovationen gesucht wird und dass halt der Stoffwechsel dadurch auch beschleunigt wird. Eigentlich wäre es für den Homo sapiens kein großes Problem, wenn er weniger Produkten für sich beansprucht. Aber irgendwie geht es dann trotzdem nicht. Na, es ist die Frage, wie viel ist eigentlich genug? Na, für wen ist es eigentlich, wie viel genug? Das ist eigentlich die Frage. Die Frage stellt sich nicht für uns als Individuen, wie viel ist genug, sondern eher für das Wirtschaftssystem. Das Wirtschaftssystem kennt eben kein Genug. Es gibt keine Endlichkeiten, es muss immer Wachstum, Wirtschaftswachstum geben und von dem her werden wir dazu gezwungen, einigermaßen mitzumachen, denn jeder, der nicht konsumiert, der nicht kauft, ist sozusagen für das Wirtschaftssystem völlig wertlos. Und ja, wir haben natürlich auch heute mehr Leute auf der Welt. Ich denke mal, 1920 waren es circa 2 Milliarden. Mittlerweile stehen wir bei 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten und die brauchen natürlich auch mehr an Lebensmitteln. Zudem haben wir in den eher früh industrialisierten Ländern heute, wie gesagt, weit mehr an Produkten als früher. Und ja, es wächst und wächst und Wohnflächen verdoppeln sich. Autos in Österreich waren 1990 noch 3 Millionen zugelassen. Mittlerweile stehen wir bei 5,1 Millionen. Ja, ich kann natürlich nicht sagen, ob das Streben nach mehr eine anthropologische Konstante ist. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe mit einer Klimapsychologin letzte Woche darüber gesprochen. Auch sie konnte mir nicht sagen, ob es eine Notwendigkeit ist, dass wir noch immer mehr streben. Aber solange wir in dem Wirtschaftssystem sind, werden wir das auch nicht ändern können. Die Produkte, die verkauft werden, wie gesagt, werden in Unternehmen produziert, die innerhalb der Notwendigkeit agieren, dass sie immer mehr Produkte absetzen. Dazu werden kürzere Produktzyklen verwendet, da werden Innovationen
vorangetrieben. Da werden immer wieder neue Produkte entwickelt, von denen man früher gar nicht gedacht hätte, dass die Menschen sie jemals brauchen könnten oder dass sie überhaupt einen Nutzen haben. Und deswegen arbeitet die Industrie und vor allem die Marketingabteilungen der großen Handelskonzerne mit Maßnahmen in der Werbebranche, um Menschen möglichst gut zu durchleuchten. Das heißt, so viel wie es werden Verkaufspsychologen dafür herangezogen, die dann mit neurowissenschaftlichen Erkenntnissen in die Gehirne der Menschen schauen wollen, um daraus ableiten zu können, ja, wie können wir die Menschen so stimulieren, dass sie danach jenes Verhalten zeigen, dass die Unternehmen dann von den potenziellen Käufern erwünschen. Und das ist natürlich immer der Kaufreiz, der ausgelöst werden sollte. Und ja, natürlich haben wir auch innerhalb unserer Gesellschaft mittlerweile das so weit etabliert mit dem Wettbewerb, dass es für uns Menschen schon notwendig ist, auch im Wettbewerb zu treten auf individueller Ebene. Das bedeutet, man vergleicht sich beispielsweise auf Instagram als, sagen wir mal, vielleicht junger Mann, junges Mädel und möchte schöner sein oder besser gekleidet dastehen, weil man sich eben sowas wie Anerkennung wünscht. Und ja, Anerkennung, Gruppenzugehörigkeit, sind ganz wichtige Parameter, die dazu führen, dass man sich dann eben mit so Produkten umgibt und immer wieder neue Sachen kauft, wenn man dann eben auch als Resonanz wieder die Erfahrung macht, dass man Anerkennung hat, wenn man wieder irgendwie neue Produkte an sich ranlässt. Man darf aber auch nicht vergessen, dass mittlerweile das reichste Prozent, also global betrachtet, das reichste Prozent in etwa so viel CO2 emittiert wie die unteren 2 Drittel der Menschheit. Das bedeutet auch, dass wir hier in unseren frühindustrialisierten Ländern, wo der Wohlstand sehr hoch ist, vor allem mehr Einsparungspotenzial hätten als wie in den ärmeren Ländern. Ja, den technischen Fortschritt habe ich auch schon mal kurz angesprochen. Auch hier ist wiederum nichts anderes zu erwarten, als dass der technische Fortschritt uns zwar auch sowas wie erneuerbare Energien bringt, aber schlussendlich ist es eben so, dass er dazu führt, dass wir auch wieder mehr Menschen in Arbeit bringen. Und nicht so, wie es John Maynard Keynes in seinem Essay von 1930 auch naja, prognostiziert hat. Denn er hat damals gesagt, in der Welt in 100 Jahren, also 2030, wäre es seiner Ansicht so, dass der technische Fortschritt dafür sorgt, dass Menschen nur noch 15 Stunden arbeiten müssen. Und dass sich die Menschen dann überlegen sollen, was sie mit ihrer vielen Freizeit machen können, weil die Technik dafür da ist, um den Menschen die Arbeit abzunehmen und sie zu entlasten. Der Witz an der Sache ist, 1960 hätte man das schon überschritten. Und Keynes hat sowas wie Digitalisierung oder Computerisierung ja überhaupt nicht absehen können, ne? Also es wäre locker möglich gewesen, dass wir sagen, okay, wir reduzieren die Arbeitszeit, wir sind genügsamer, kaufen weniger von dem Plunder, das produziert wird, produzieren weniger und würden uns mehr auf die wichtigen Dinge für uns als soziale Wesen konzentrieren und würden die Technik arbeiten lassen. Aber das hat da einfach nicht stattgefunden, weil gewissermaßen sowas wie Gier da war, weiterhin noch mehr an Zeugs produzieren zu lassen, noch mehr an Arbeitsplätzen zur Verfügung zu stellen, ja, und noch mehr
von allen in die Welt zu lassen. Der wissenschaftliche Beirat der globalen Umwelt, na, globale Umwelt, der BBGU ist, falls man jetzt nicht ein, wissenschaftlicher Beirat, globale Umweltveränderung der bundesdeutschen Regierung, ist ein sehr sperriges Wort, hat sogar die Digitalisierung als Brandbeschleuniger für den Klimawandel bezeichnet, insofern, dass halt die Energie, die dafür verwendet werden muss, um das ganze Internet zu betreiben, mittlerweile ja so viel an Ressourcen verbraucht, als wäre es das sechstgrößte Land der Welt. Und wenn man die Digitalisierung weiterhin so beschleunigt einsetzt, wird auch hier der Energieverbrauch zunehmen. Und was noch ganz eng zu dem technischen Fortschritt dazugehört, ist natürlich die Erzählung, wir müssen immer effizienter werden. Und Effizienz ist aber keine Kategorie für Nachhaltigkeit. Denn Effizienz sorgt dafür, dass Ressourcen eingespart werden. Und das Einsparen der Ressourcen sorgt eben für frei werdende Ressourcen. Und die frei werdenden Ressourcen werden reinvestiert in andere Maßnahmen. Und das bedeutet dann, dass wir sowas wie einen Rebound-Effekt haben. Der ist mittlerweile sehr, sehr gut erforscht. Also wenn man ein Beispiel hernimmt, Motoren von Autos sind sparsamer geworden, ja, dann hat man halt die Autos größer und stärker gemacht. Aber man hat nicht wirklich was eingespart, oder? Zu Beginn, als der Rebound-Effekt erstmalig dokumentiert wurde, war es die Glühbirne, wo die Glühbirne mit einem Wolframfaden versehen wurde. Sie war dann langlebiger und man hat gedacht, ja, okay, man braucht weniger Glühbirnen produzieren. Aber na, der gegenteilige Effekt war der Fall. Dadurch, dass es ja dann billiger war, hatte man einfach mehr Beleuchtung. Und das ist immer noch so. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommen wir da raus? Nicht? Auf der einen Seite sind wir bestrebt, die Effizienz zu steigern, auf der anderen Seite wollen wir die Leute in Vollbeschäftigung haben. Wir wollen natürlich alle unseren Lebensstandard nicht wirklich verringern. Wir wollen unsere Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit in so einem Staat wie Österreich zu leben, wo für einen Sozialstaat gesorgt ist, wo man sich verlassen kann, dass man vielleicht auch noch so etwas wie eine Pension kriegt oder Krankenstand gehen kann. Ja, das wollen wir ja alles nicht verlieren. Ne? Und da stellt sich halt dann wirklich die Frage, wie schaffen wir das, nachhaltig in eine Art des Wirtschaftens zu kommen, die ökologisch und sozial befriedert ist. Und ich kann euch jetzt an dieser Stelle verraten, innerhalb des derzeitigen Systems, das auf Konsum basiert, wird das auf keinen Fall möglich sein. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, die wir ergreifen könnten. Die Möglichkeiten, die es gibt, sind elaboriert ausgearbeitet. Es gibt unterschiedliche Ansätze von Wirtschaftssystemen, die dazu beitragen könnten, unseren Stoffwechsel massivst zu verringern, die auch dafür sorgen würden, dass es uns weiterhin gut gehen würde. Wir würden auch alle Menschen partizipieren lassen können und somit auch für mehr Gleichberechtigung und mehr Fairness sorgen. Und es ist so, dass solche Veränderungen immer in der Geschichte angestoßen werden von Menschen, die sich engagieren, die auf die Straße gehen, die dafür demonstrieren, die versuchen, sukzessive als Bottom-up-Bewegung etwas in den Umlauf zu bringen, was danach, wenn gewissermaßen die Minderheitsbewegung mehr als 3,5% überschreitet, sogar politisch aufgenommen wird und dann vielleicht sogar irgendwann Mehrheiten generieren wird. Derzeit sind allerdings die Widerstände noch sehr groß und eine richtige Transformation ist noch nicht absehbar, aber wie immer in Zeiten des Umbruchs
gibt es eben Gegenkräfte, die bei uns vorwiegend eben im rechten politischen Spektrum zu finden sind, als Beharrungskräfte, die nicht wirklich etwas verändern wollen am Status quo. Und ja, deswegen ist die große Gefahr besteht darin, dass die Veränderungen eben zu langsam passieren. Also alles, was von unten wächst, wächst langsam. Und ja, es kann dann im Endeffekt schon schnell gehen, aber solange es politisch noch nicht aufgegriffen wird, dauert das leider noch etwas. Wir müssten allerdings dazu einen Blick auf die Nachhaltigkeit werfen. Und Nachhaltigkeit heißt im Grunde, wir dürfen nur das entnehmen, was unser Planet auch wirklich zur Verfügung stellt. Und ich habe da die zwei Grafiken. Auf der rechten Seite ist die Grafik der Nachhaltigkeit, wo das Drei-Säulen-Modell, wo Ökologie, Soziales und Ökonomie sozusagen gleich betrachtet wird innerhalb des grünen Wachstums, das auch dem European Green Deal entspricht. Das wäre eigentlich nicht wirklich zielführend. Zielführend wäre es, wenn man die Ökologie als Grundlage betrachtet, darin die soziale Einbettung und erst dann darin sozusagen die Wirtschaft betreibt. So, die Folie da drüber, Entschuldigung. Ja, eines der Möglichkeiten, die wir Wirtschaft neu gestalten könnten, wäre zum Beispiel die Postwachstumsökonomie, die Nico Pech in Deutschland entwickelt hat. Es wäre angedacht, dass Menschen, und das ist analog zu Keynes fast zu betrachten, eine Normalarbeitszeit von 20 Stunden nachgehen könnte und die restliche Zeit, so wie es bei uns in NGOs auch oft ist, ehrenamtlich arbeitet. Man könnte selbst beispielsweise sein eigenes Gemüse im Garten anbauen, man könnte für Nachbarn Fahrrad reparieren. Ja, eine Person kann das eine besser, andere kann wieder was anderes besser, man tauscht. Aber das Grundkonzept ist auch eine Entkommerzialisierung. Das heißt, es muss nicht alles über wirtschaftliche Maßnahmen abgewickelt werden und über Jobs, sondern man macht wieder mehr selbst, aber man teilt auch wieder. Man geht somit auch anders miteinander um, weil das ist ja auch ein soziales Projekt. Aber man hätte natürlich auch viel weniger an materiellen Gütern zur Verfügung. Man hat ja auch weniger Einkommen. Aber es soll so fair verteilt sein, dass alle Menschen davon was haben und gleichermaßen partizipieren. Und da ist eben ganz wichtig, dass die Suffizienz, also die Genügsamkeit, in uns verankert wird, wo wir sagen, okay, es ist kein Verzicht. Ich möchte nicht auf was verzichten, sondern ich möchte einfach genügend haben, um ein gutes Leben zu haben. Und ich muss mich nicht dafür abstrampeln. Und das wäre sozusagen auch aus meiner Sicht der Schlüssel zum Erfolg. Vielen Dank. Ja, lieber Manfred, ja, das ist ungefähr der Rahmen, den ich mir da vorgestellt habe. Natürlich mit neuesten Bildern untermauert, vor wenigen Tagen die CO2-Werte, ja. Wo sind die her, dass die so aktuell sind? Naja, wenn man herumschaut im Internet, klar, ja. Naja, man fragt sich natürlich selbst, was haben wir als Naturschutzbund jetzt bisher beigetragen? Und da muss man schon sagen, ja, wir haben früher im Gebäude eine Ölheizung gehabt, eine riesige, haben den Fernheizanschluss erzwungen, dann haben wir die Fensterdichtungen erzwungen, allerdings ein 400-jähriges Gebäude haben wir leider keine Thermoscheiben bekommen, das wird aber in Zukunft wahrscheinlich auch noch kommen. Wir haben E-Auto-Anschlüsse, haben wir zumindest angeregt und sind schon gekommen. Ja, der Garten wird nicht rasenmäßig gepflegt, sondern als Naturgarten und die Temperaturen sind in manchen Zimmern deutlich gesenkt. Und was die Umweltverträglichkeitsprüfungen betrifft, wägen wir schon ab. Also wir haben bisher praktisch fast keine Windräder verhindert, sondern nur versetzt. Aber mit Bürgerinitiativen haben wir dann doch die einen oder anderen versetzt, aber dafür und verhindert, dafür sind sie eben anderswo errichtet worden. Naja,
wenn man sich selbst fragt, naja, da sind wir erst an der Kippe, weil es eben schwierig ist. Ich habe natürlich schon seit langem eine Photovoltaikanlage, aber noch nicht den Speicher dazu, noch nicht das Auto dazu. Also es wird schon werden, hoffentlich, hoffentlich. Aber ich habe Ja, natürlich auch ein schlechtes Gewissen. Bitte. aber ja, dazu gibt es eben auch zu sagen, dass es ja auch ein systemisches Versagen ist, ja, was die Individuen oder auch die einzelnen Unternehmen ja für sich allein zwar können sie was verbessern, aber grosso modo wird sich da nichts ändern, wenn nicht die Rahmenbedingungen geschaffen werden dazu. Und ich habe ja empirische Forschung betrieben mit Unternehmen, die es gerne anders machen würden oder sagen wir ökologisch besser machen würden, ihre Produkte zu verkaufen und zu produzieren. Und auch bei dieser Erhebung ist ganz klar herausgekommen, sie verlangen eigentlich von den politischen Akteurinnen und Akteuren, dass Rahmenbedingungen gesetzt werden, die für alle gleichermaßen gelten und die dermaßen streng sind, dass dass die Maßnahmen dann im Endeffekt dazu führen, dass eben der Ressourcenverbrauch geringer wird, dass die CO2-Emissionen runtergehen, dass mehr in Kreisläufen gedacht wird. Ne? Man denke, vor 200 Jahren, Kreislaufwirtschaft war etwas, das musste man nicht ansprechen. Das war einfach normal. Es gab das Wort dafür vielleicht noch gar nicht, aber das ist etwas, was es ja gab. Es ist nichts, was man neu erfinden muss im Sinne von, das kommt jetzt noch on top, so wie bei vielen anderen Dingen, wo man sagt, okay, jetzt haben wir das eine Produkt und dann wir haben ein Problem damit, jetzt machen wir noch was dazu, um das Problem zu beseitigen und haben noch einmal eine Stufe mehr, sondern ich denke, dass der Schlüssel zum Erfolg darin liegt, dass wir reduktiv denken und handeln und auch politisch wirklich, oder die Politikerinnen und Politiker dazu überreden müssen, durch unsere Wahlen, durch unsere Bewegungen auf den Straßen draußen, dass sie auch die Maßnahmen ergreifen, die derzeit noch ziemlich unpopulär sind. Ja, das Beispiel E-Auto wurde aufgegriffen. Da gibt es dazu einen Kommentar. Vielleicht können wir uns den gleich anhören. Naja, was mich persönlich betrifft, habe ich eben vor, das Allerkleinste, ein Buch 500er sozusagen, na, den kleinen Fiat, also viel kleiner als das jetzige Auto, das ich habe. Das Problem ist nur dann, unsere Grundstücke sind da nicht so leicht erreichbar. Aber mit mehr Zeitaufwand wird es auch mit dem Bus gehen. Also in die Richtung denkt man schon ein bisschen. Aber natürlich, die Meinung zu den E-Autos ist ja unterschiedlich. Bitte, da war ein Kommentar gerade. Einfach ein Mikrofon lautschalten und einbringen. Ist wieder weg, der Kommentar. Ich bin leider nicht mehr da. Es war eben die Bemerkung zu E-Autos, gibt es natürlich noch eine zweite Meinung. Natürlich, ja. Oder war das eine Frage, wo wir noch was dazu sagen sollten? Naja, aus meiner Sicht wäre das E-Auto natürlich nicht die Lösung für unsere Probleme, sondern die Lösung der Probleme wäre eine andere Form der Mobilität. Und zu einer anderen Form der Mobilität gehört auch nur wiederum als Teil dazu, zu der neuen Form, wie wir Zusammenleben gestalten. Das bedeutet, wenn wir weniger arbeiten im Endeffekt oder irgendwohin zur Arbeit fahren, haben wir weniger Bewegung, wenn wir wieder mehr teilen, selbst organisieren. Man denke, früher hat man in Mehrparteienhäuser noch das Stiegenhaus selbst gekehrt oder man hat den Rasen selbst gemäht, den Garten selbst gepflegt und an Sachen angebaut oder Schnee geschaufelt oder solche Dinge. Und das wird heute in Dienstleistungen ausgelagert, großteils. Ne? Dann könnte man schon wahnsinnig viel einsparen, wenn das wirklich sich so auswirkt, dass das systemisch ist. Das Ich bedeutet, denke, einige Prozente der Bevölkerung und vielleicht diese milden Winter mit weniger Heizung, aber auch das Wirken einzelner von ein paar Prozent, vielleicht ein paar 10% der Bevölkerung, sind in der Richtung schon unterwegs. Sonst wird es ja nicht eine Einsparung geben, weil die Wirtschaft selbst, die ist ja nicht in diesem Ausmaß eingeknickt. Daher glaube ich, sind es die Individuen, die jetzt einmal eine Zentrum in Österreich andeuten. Aber es ist natürlich alles viel zu wenig.
Müssten natürlich Aber umdenken und so weiter, natürlich, ja. genau, aber klar ist natürlich, dass E-Autos insgesamt noch die besseren Fahrzeuge sind, weil sie weniger an Schadstoffen hinterlassen. Und natürlich sind die Rohstoffe und der Abbau von Rohstoffen ein großes Problem. Und auch die Entsorgung der Batterien derzeit, auch das ist ein Problem, wobei massiv daran gearbeitet wird, die erstens nachher weiter zu verwenden und dann zu zerlegen. Wie das dann ausgeht, das kann man jetzt noch nicht genau sagen, aber insgesamt hat man ja mit den fossilen Brennstoffen, mit der ganzen Förderung und so weiter, wahnsinnig viel Landstriche vernichtet und Schäden angerichtet. Und auch in einem Katalysator, nur als Beispiel, da stecken so viel an Giftstoffen drinnen, dass das Sondermüll ist, der dann im Endeffekt irgendwo gelagert werden muss, der dann sonst auch nicht mehr recycelt werden kann. Also. Ja, womöglich wäre natürlich Homeoffice. Das geht natürlich nicht überall, wäre entsprechend. Ja, da hätten wir nochmal. Sind wegen Batterien, ja, und so weiter, die seltene Erden und so weiter und auf der Welt natürlich Kinderarbeit und Abbau dergleichen betreffen, ist uns leider bewusst und ist auch in den Medien ziemlich breit getreten. Natürlich sind andere Argumente auch da. Bis vor kurzem hat es ja noch geheißen, dass E-Autos bis zu 1 Million Kilometer fahren könnten, aber andererseits die großen Autoverleiher verschrotten jetzt gerade ihre E-Auto-Parks, weil sie zu anfällig wären, wenn alle paar Tage jemand anderer damit fährt. Also die Wahrheit, ja, das wird sich erst erweisen. Ja, man könnte auch Fahrzeuge so bauen, dass sie ja sehr, sehr lang haltbar sind. Aber das wird ja derzeit natürlich nicht gemacht, weil die Autohersteller wollen ja wieder neue Produkte verkaufen. Und wenn man davon ausgeht, dass die Mobilitätswende sich so gestalten könnte, dass man erstens mehr zu Fuß geht, mehr mit dem Rad fährt, dann die Öffis nutzt und den Rest dann irgendwie mit Shuttle-Services, die elektrisch und vielleicht dann auch autonom pendeln, bewerkstelligt wird, die dann sozusagen immer im Einsatz sind, beispielsweise mit einer App abgerufen werden können, wenn man sie wirklich benötigt, dann vermeidet man, dass man die Parkplätze beispielsweise besetzt mit stehenden Autos, weil es sind ja eigentlich keine Fahrzeuge, sondern Stehzeuge. Studien zeigen, dass mehr als 90% der Zeit die Fahrzeuge stehen, dass sie beispielsweise mit mehr als 2 Tonnen Gewicht auf den Straßen unterwegs sind, aber 80 Kilo im Schnitt drinnen sind, also 1,1 Personen fahren drinnen und sie vermüllen sozusagen innerhalb der Stadt das Stadtbild. Ja, Also da war gerade die Anfrage wegen der SUVs, die natürlich viel mehr Energie brauchen, größer sind und dergleichen. Erstaunlicherweise vor 2 Tagen im Radio, in einer Ö1-Sendung, wurde eben angedeutet, dass in Paris überhaupt SUVs im Stadtbereich generell verboten wären oder mit einer enormen Steuer versehen wären und dort eine der großen Autobahnen von Paris rückgebaut wurde. Da sind uns manche Staaten zu manchen Themen sogar weit voraus. Vielleicht sind wir Österreicher in manchen Themen vielleicht 30er Beschränkung voraus, aber man müsste also aus allen Erfahrungen das Beste nehmen und sofort anwenden. Was natürlich äußerst schwierig ist, wenn man sich auch vor allem die Antipropaganda der rechten Szene, die sich da dieser Themen alle annimmt und die Grünen hasst und dergleichen. Die Welt ist sehr komplex und sehr, sehr schwierig und das kann man einfach nicht wegschieben. Aber natürlich, Ideen gibt es seit langem. Ich meine, wir haben natürlich die ökosoziale Marktwirtschaft. Einer von unseren Naturschützern, der heute noch lebt, haben die ökosoziale Marktwirtschaft vor mehr als 50 Jahren als Manifest herausgegeben. Es ist dann politisch aufgegriffen worden und angeblich da und dort umgesetzt, aber natürlich nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, eine autofreie Stadt beispielsweise macht auch dann Sinn, wenn man keinen Klimawandel hätte. Nicht? Also wenn man solche Dinge von null weg denken würde, kommt man gar nicht auf die Ideen, sowas auf die Straße zu lassen. Naja, man sieht ja in Graz, also die neuen Tramwehrgleise, die verlegt werden und die Idee, dann dort keine Parkplätze zu haben, was das für einen Wirbel ergibt. Und wenn man aber wieder rückdenkend auf große Initiativen, wo eben autofreie Straßen angedacht wurden in Wien und überall auf der Welt und überall ist das heute nicht mehr wegzudenken und ein voller Erfolg auch für die Geschäfte,
Ja, dann fragt man sich oft, auf was beharren wir, wenn es ein besseres Wissen gibt? Ja, herzlichen Dank, dass du das Thema aufgegriffen hast. Du könntest wieder mal ein solches aufgreifen. Ja, da steht vom Grimberg, es ist immer wieder eine Frage der Vernunft. Die Plastiksackerl der Kasse ist Gott sei Dank gestorben. Ja, natürlich, ja. Ich glaube, das sieht man schon in den Geschäften, dass die allermeisten Leute schon ihre Jute oder sonstigen Wollsäcke oder sonst was Einkaufstaschen mitbringen und dass im Großen und Ganzen nur mehr Papiereinkaufssäcke genommen werden, wenn man sie vergessen hat. Also da gibt es schon eine deutliche Trendveränderung. Aber man muss natürlich gleichzeitig sagen, wenn man so sparsam war und friedlich alles zusammengelegt hat wie ich habe im Keller noch 100 Plastikeinkaufssackerl, die sich allmählich ohne dies zersetzen, aber das war aus einer Zeit, wo das halt also grenzenlos angeboten wurde, für 30 Cent oder für gar nichts. Und ja, so ist es halt. Und irgendwo wird das Plastik halt in die Umwelt gelangen und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, aber beim Plastiksackerl kann man eben sehen, dass die Politik auch Vorschriften machen kann. Ja, es ist nicht etwas, was so großartig eingreift in die Lebenssituation der Menschen. Deswegen hat es sich auch leicht durchsetzen lassen. Aber es ist möglich, solche Vorschriften zu machen. Und wenn es zum Wohle der Gesellschaft ist, und darum geht es ja schließlich, ja, wir wollen ja langfristig ein gutes Leben auf dem Planeten haben, dann wären so unpopuläre Maßnahmen natürlich auch anzudenken. Und ich bin optimistisch, dass früher oder später auch die Leute da sein werden in der Politik, die die Themen aufgreifen und auch für uns etwas dabei ist, was dann wirklich lieber ist. Ja, bitte weitere Meinungen dazu, sonst haben wir die Stunde genau überschritten und ziemlich genau exakt alles erreicht. Bitte aber vielleicht noch die eine oder andere Frage, Diskussionsbeitrag. Natürlich hat jeder unendlich viele Themen dazu, ja, und Beispiele und macht hoffentlich selber auch etwas, sonst würde ja, dann würden die Damen und Herren heute daran nicht teilnehmen. Ansonsten mit dem, was Manfred Bölzelbauer gemeint hat, sich zu beschäftigen. Und an alle und insbesondere an den Manfred, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Vielen Dank.